Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Nordfrischemarsch mit dem Marco. Und herzlich willkommen heute hier am Montag, neue Woche, neues Glück. Und es geht natürlich wieder Vollgas weiter. Ich weiß gar nicht, wo steht der denn jetzt? Genau. Ich habe die gerade schon mal eben angeschmissen, dass die schon mal wieder eben fahren. Da habe ich noch kurz was anderes gemacht. Jetzt geht das weiter. Es ist Freitagabend 20.05 Uhr. Warum heute Abend und nicht samstags? Weil ich davon ausgehe, dass bei mir morgen die Zeit, ich das morgen ein bisschen enge wird. Deswegen fange ich heute Abend schon mal ein bisschen an. Deswegen schon mal da ein bisschen zumindest die ersten vier Folgen fertig zu machen. Morgen Samstag muss ich auch wieder arbeiten. Das heißt, vor 1 Uhr bin ich auch nicht zu Hause wahrscheinlich. Da muss ich da noch ein paar Kleinigkeiten machen. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch wieder 2-3 dann noch aufnehmen. Es sind auch wieder 2-3 Stunden weg. Auf jeden Fall, es wird etwas länger dauern. Deswegen, ja, komm, nutze den Freitagabend schon mal. Lohndienstleistung, perfekt. Das ist doch viel geiler. Die Lohndienstleistung ist fertig. Da wollen wir dann nochmal als erstes hingucken. Den 7R. Genau. Groban 55, haben wir noch ein bisschen mehr Geld bringt. Groban L60. Wie gesagt, 60, oder? Groban fällt 60. Zurück. Nein, besser hier rumgefahren ist. Fahrer entlassen. Zack, zack. Na, wir haben uns das letzte Mal neue Grubber gekauft. Den 7R lasten wir jetzt ja auch ein bisschen aus durch das ganze Grubbern, dass der auch ein bisschen an Tour bleibt. Lexion-Gerät muss entladen werden. Ja, machen wir jetzt sofort. Wir schließen dann mal eben die Lohndienstleistung ab. Wir müssen dann nochmal eben gucken, wo wir denn dann hin müssen. Abgeschlossen. Abschließen. 60. Ah, ist er direkt hier nebenan. Da fahren wir dann direkt hin. So kann nämlich der 8R einfach ein bisschen durchlaufen, ein bisschen weitermachen. Der verdient uns halt einfach noch damit ein bisschen Geld. Ist zwar jetzt nicht viel, aber den Sprit und so weiter bezahlt er uns ja doch wohl schon. Der Sprit ist auf jeden Fall mit drin und ein paar Lohndienstleistungen ist so der Schlepper da wieder draus. Das finde ich eigentlich ganz gut. Den werden wir dann mal schauen, irgendwann vielleicht vor der Sämaschine schmeißen. Was ich immer noch vergessen habe, ist im Endeffekt mal nach so einem Saatgut-LKW-Saatgutkipper zu gucken. Irgendwie so was Kleines, da müssen ja 20.000 Liter irgendwie Dünger, Saatgut, irgendwie so was muss da ja vielleicht reingehen. Das wird ja schon im Endeffekt ausreichen, dass wir. Wisst ihr, wenn wir jetzt größere Flächen säen, dass wir den einfach die Kipper damit hinstellen, dass wir nur noch daneben fahren, zack, voll, fertig. Das wäre zumindest so meine Idee. Wie Mark nun mal so ist, hat das vergessen. Aber naja, habe ich halt vergessen, muss ich gucken, ob ich das, denke ich mal, zu den Donnerstag-Freitagsfolge irgendwie hinkriege. 60, zwei Runden, Feldreihe, Vorgewendebahn 2, eine Reihe, wir machen 2, egal, Überlappung braucht kein Mensch. Zack, speichern, Feld 60, Rubbern. Speichern. Erste und dann geht halt los. So, hier wird auch schon wieder fleißig getan und getut. Genau wie fast perfekt, würde ich sagen. Genau. Nur, dass ihr da schon mal wieder misst. Genau. Stand seid. Ich habe es leider immer noch nicht geschafft. Flight Simulator aufzunehmen. Ich gehe davon aus, dass ich da zu diesem Wochenende ebenfalls nicht zu komme, leider. Oder nicht zu gekommen bin. Weil ich habe zwar schon ein bisschen geübt, ein bisschen hier, ein bisschen da. Das
klappt auch soweit ganz gut. Eine Landung habe ich auch schon hingekriegt. Aber wie das halt nun mal so ist, da brauchst du halt auch mal deine 2, 3, 4 Stunden einfach Zeit für. Die habe ich aktuell leider nicht so wirklich. Weil irgendwas ist immer. Deswegen plane ich ja aktuell auch so ein bisschen morgen, dann hier, dann da. Ach, ist alles. Alles immer ein bisschen anstrengend. Der sollte das Feld ja heute hier eigentlich fertig kriegen, oder? Ich habe mal ein bisschen geguckt. Zweiten Drescher habe ich auch noch mal ein bisschen ein paar Mods geguckt. Zwar jetzt noch nicht auf allen Seiten, da muss ich auf jeden Fall noch mal dran. Ich denke mal, dass ich das heute Abend vielleicht noch schaffe. Muss ich mal gucken, inwieweit ich das heute Abend noch mache. Oder vielleicht morgen, muss ich mal gucken, wie so der Tagesablauf ist. Auf jeden Fall haben wir ja noch gut zu tun. Wir wollen ja noch Flächen kaufen. Deswegen will ich ja eigentlich noch einen zweiten Drescher haben. Da muss ich mal gucken. Rein praktisch bräuchten wir dann noch ein zweites Abfahrgespann. Oder wir müssen mal gucken, was wir sonst noch so nutzen können. Obwohl, wir haben ja auch garantiert irgendwas hier, was wir nutzen können. Gut, Schlepper haben wir ja über. Wir haben ja auch überlegt, den JCB umzutauschen. Ich bin leider schon noch ein bisschen zu früh, dass ich mir das angucken kann. Also wahrscheinlich weiß ich das erst nächste Aufnahme-Season, also nächste Woche, wie da der Stand der Dinge ist, was ihr da so geschrieben habt oder sonstige Sachen. Optimal würde ich ja eigentlich ganz gerne ein Dingsgespann machen. Ein Trecker-Kipper gespannt für jeden Drescher. Die dann fest, sage ich mal, hinter den Dreschern hin und mein Gott. Guten Morgen. Hinterherfahren, wo wir uns dann im Endeffekt nicht drum kümmern müssen, in Anführungsstrichen. Das ist ja ein festes Gespann hier, sage ich mal, der JCB mit dem Agroliner für den Klaas. Das ist ja ein festes Gespann. Das würde ich ganz gerne auch weiter nutzen. Deswegen müssen wir mal gucken. Wir wollen aber jetzt noch in ganz viel neue Großtechnik investieren. Also neue Flächen sind dabei. Ein Zell habe ich auch noch liegen. Flächen sind dabei. Da sind 2 Millionen stehen für Flächen drauf. Ein Drescher. Die ganze Zuckerrübentechnik, da müssen wir auch noch Geld hin investieren. Da geht auf jeden Fall noch einiges an Geld weg. Deswegen neue Flächen und so weiter. Zuckerrübentechnik. Da wollen wir ja auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen rankommen. Ich war jetzt hier bei der Futtermischung, da waren wir auch noch stehen geblieben, da waren wir bei den Kühen. Waren wir nicht, denn die Mischration ist full. Dann würde ich vorschlagen, wir gucken mal eben, Mischration 1,7 Reifeisen. Reifeisen war da, genau. Ist da denn noch was drin? Wir wollen ja mal gucken. Einen Anhänger können wir auf jeden Fall wegbringen. Danach ist da noch ein Anhänger drin, das ist doch schön. Weil wir wollen jetzt ja auch in Technik investieren. Ich denke mal, heute, morgen dann in die neuen Flächen. Dann neue Drescher. Dazu kommt dann ja bald noch Zuckerrübentechnik, die Europa. Zuckerrübentechnik von Europa. Denke ich mal. Die werden wir dann, denke ich, nutzen. Das hat auch da läuft, weil wir wollen ja dann ein bisschen Zucker produzieren, da wollen wir dann noch die Produktion und so weiter und so fort. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne schon gucken, Zuckerrübentechnik und die Flächen jetzt zu kaufen, dass wir dann nächstes Mal, wenn wir dann nächstes Mal vorspulen oder sonstige Sachen halt schon, die ersten Zuckerrüben im Endeffekt im Boden haben, um im Endeffekt schon wieder rausholen zu können. Ich würde vorschlagen, um das mal allgemein zu testen, würde ich erstmal vielleicht Feld 1 Zuckerrüben drauf säen. Ist relativ nah am Hof. Da haben wir noch nicht so weite Fahrwege mit. Das ist im Endeffekt noch ganz gut. Im Endeffekt, wir haben ja auch schon relativ große Technik, wo wir sagen können, ja hier, auch wenn das mal ein paar hundert Meter weiter ist, ist es nicht so dramatisch. Vor allem die Flächen kommen ja auch immer weiter vom Hof weg. Viel mehr haben wir ja um Hof, sage ich mal, schon fast nicht mehr. Deswegen. Mal schauen, dass wir zum Ende vielleicht 102.000, das ist auch schon nicht schlecht. Dann irgendwie 250.000, 260.000 müssten wir jetzt noch haben für eine Mischration, das ist auch nicht so schlecht. Ich möchte, wie ihr wisst, immer ein bisschen Geldpuffer haben, weil
jetzt zur Ernte und nach Ernte wieder bestellen sollte, das kostet natürlich auch noch ein paar tausend Euro. Die wollen natürlich auch auf dem Konto sein dafür natürlich. Deswegen. Was bisher noch nicht funktioniert, Mist, der wird schon wieder abgeladen werden. Ja, wir fahren jetzt mal eben noch unter dem Rohr wieder, dann kann der wieder volllaufen. In der Zeit tanken wir mal eben den Drescher ab. So. Weil dann hier muss nämlich dann auch wieder. Aber wisst ihr, wir haben ja noch ein Problem. Auf Feld 2 steht ja noch. Steht ja Mais. Also müssen wir auch noch gucken, dass wir das da auch noch irgendwie runterkriegen. Ja, wir werden mal gucken. Also wir kriegen das hier auf jeden Fall irgendwie hin. Ich denke mal, der Klaas ist auf jeden Fall gut ausgelastet aktuell mit dem ganzen Kram hier. Genau, der auch, das ist doch schön. Da brauchen wir auch noch, ne, beziehungsweise für den Klaas haben wir ja sogar Technik dafür zum Abernten. Ja, das sollte ja dann wohl nicht so schlecht sein. Mal schauen, vielleicht kaufen wir. Ich denke mal, wir kaufen jetzt dann noch ein Feld, dass wir das, also dass wir jetzt jede Folge so ein bisschen kaufen. Dass wir nicht einmal so, keine ein paar Millionen auf den Kopf hauen, dass wir jetzt halt jede Folge so ein bisschen Geld ausgeben. Würde ich das jetzt mal so nennen. Das heißt dann jetzt gleich Feld 16 oder Feld 2 müssen wir Feld 3. 3 und 16 haben wir am Zettel stehen, genau. 16 ist, also Feld 16 ist natürlich auch noch meine Hausnummer an Feld. Wir haben jetzt viel mehr Produktion. Das ist natürlich jetzt alles eine ganz schöne Hausnummer, würde ich ja mal sagen. Also wir haben jetzt da schon gut zu tun. Dadurch, dass wir jetzt ja auch weitere Flächen sind, natürlich auch weitere Erntetechnik. Wir wollen natürlich auch mal neue. Das war schon wieder top. Wir wollen natürlich auch mal in weitere Technik investieren und müssen natürlich dafür auch Geld ausgeben. Das ist ja auch schon mal ganz klar. Deswegen sind natürlich so Einnahmequellen, die wir hier halt haben, auch schon echt angenehm. Wir verdienen ja auch gutes Geld. Also müssen wir mal sagen, wir machen jeden Tag so eine gute Million plus. Das ist grundsätzlich schon mal eine gute Rechnung. Jeden Tag eine gute Million, das ist, denke ich mal, akzeptabel. Damit können wir garantiert gut wirtschaften. Wir haben natürlich auch satt und genug zu tun. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben die Pappeln auch noch da stehen, die müssen auch noch wieder runter. Also wir haben noch einiges zu tun. Und im Endeffekt wissen wir jetzt auch noch gar nicht, wo wir im Endeffekt damit enden. Ich würde vorschlagen, wir fahren jetzt noch den Fendt wieder zum Hof und dann würde ich mal vorschlagen, schauen wir uns das erste Feld an, was wir jetzt kaufen wollen. 3 oder 16, was wollen wir haben, was nehmen wir? Oh, die Klappe war noch nicht zu. Geil. Feld 16 steht Mais. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel, das alles zu häckseln. Deswegen bin ich da eigentlich eher dafür, dass wir das runter, also Kölner Mais daraus machen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe für Kölner Mais im Endeffekt keine Verwendung. Aber noch mehr Hexegut bringt mir im Endeffekt auch nichts. Ich habe keine große BGA, aber ich habe die große BGA nicht, wo ich im Endeffekt mit den Massen, sage ich mal, umgehen kann. Wenn ich jetzt sagen würde, komm, wir haben die große BGA, würde ich sagen, ja, machen wir mit. Hänge ich an den 8400, mache ich da ein paar dicke Gewichte dran, dann schicke ich den über die BGA. In der Zeit fangen wir an häckseln. Wenn ich das mit der Kombi mache, ist das natürlich auch schon mal eine Hausnummer, müssen wir mal sagen. Also da kommt ja, da geht ja auch schon gut was weg. Deswegen. So, der wird dann jetzt schon mal nicht mehr ganz voll, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Würde ich mir vorschlagen, dann haben wir jetzt 1429. Wir laden jetzt noch ganz entspannt zu der Fläche da vorne. Einmal mit über unsere Technik natürlich. Hier die BGA läuft natürlich weiter. Hier müssen wir noch. Genau, da wollen wir noch Kompost hinbringen, das, oder Mist eher gesagt, das denke ich mal schaffen wir morgen. Genau, hier stehen noch Sojabündchen drauf, das ist ja auch nochmal zum Verkauf.
Dann müssen wir mal gucken, ob wir nicht auch mal andere Feldfrüchte noch ansäen. Hafer haben wir da. Wir haben ja noch ganz viel. Die nordfriesische Marsch bietet uns ja einiges. Da wissen wir teilweise gar nicht. Ah, da steht doch Mais drauf. Das ist eine Kacke. Steht da echt Mais? Jo, steht echt Mais. Och Mann, oh. Ja, im Wachstum Mais. 24,14 Hektar. Die wir jetzt gleich unser eigen nennen dürfen. Jetzt steht da noch, gehört Volker Nummensen. Und wenn wir jetzt sagen, Land, ich will das da haben für 1,4 Millionen. Ist das jetzt meins? Gehört dir. Fettfitzen ist meins. Vor allem, da wird nicht mal so viel runterkommen, weil hier nichts gedüngt ist und Unkraut. Obwohl, wir können Unkraut und so weiter, das könnten wir noch bekämpfen eigentlich. Das werden wir doch, denke ich mal, kleiner machen. Ich denke mal, Dünger, Unkraut, das geht gleich hier ran. Also wir werden gleich hier eben den Case zusammen und dann Unkraut, Dünger oder erst mit Dünger einmal drüber her und dann Unkraut. Machen wir auf jeden Fall. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, weitere Folge Nordfriesische Marsch. Bis dann, danke, tschüss.